Nachhaltigkeit ist für viele Investoren zu einem wichtigen Anlagekriterium geworden. Aber was macht Nachhaltigkeit überhaupt aus? Immer öfter wird in diesem Zusammenhang die sogenannte ESG-Orientierung genannt, also Environment, Social und Governance. Alles neudeutsch, aber wir werden das jetzt in diesem Gespräch übersetzen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Mit Vermögensverwalter Andreas Enke, er ist Vorstand der Geneon Vermögensmanagement AG. Schön, dass Sie da sind auf dem Vermögenstag der V-Bank. Was ist denn jetzt eigentlich Nachhaltigkeit aus Ihrer Sicht? Da gibt es ja viele Begrifflichkeiten und Definitionen. Wie interpretieren Sie dies? Ja, vielen Dank für die Frage, auch für die Fragestellung. Wie würde ich Nachhaltigkeit in der Geldanlage definieren? Denn das ist verschieden, jeder sieht es vielleicht anders. Aber ich fand heute Morgen eine Aussage sehr, sehr aussagekräftig. Und zwar, wir haben Werte, für die wir stehen. Wir stehen für Menschenrechte, wir stehen für Arbeitsrechte. Und Nachhaltigkeit in der Geldanlage bedeutet, dass ich halt Unternehmen meide in der ersten Stufe, die diese Menschenrechte oder die Arbeitsrechte als Beispiel halt nicht beachten, die vielleicht Umweltvergehen hinterlassen, die Umweltsünden begehen. Und ich selber bin vielleicht sehr ökologisch orientiert. Dann meide ich Unternehmen, die Kontroversen im Umweltbereich haben. Das ist in der ersten Stufe nachhaltige Geldanlage. Das machen Indexfonds auf einer sehr hohen Ebene mittlerweile. Und für mich wichtiger ist es, dass in der nachhaltigen Geldanlage auch Positivkriterien gesetzt werden. Also gibt es Unternehmen, die ich bewusst mit meinem Investment unterstützen will? Gibt es Unternehmen, die die Ursachen des Klimawandels bekämpfen, die die Armut im globalen Süden auf irgendeine Art und Weise mit ihrem Geschäftsmodell bekämpfen, in Anführungsstrichen? Das sind Positivkriterien und diese Unternehmen werden in der nachhaltigen Geldanlage dann bevorzugt in der Investition. Sind eigentlich nachhaltig agierende Unternehmen zumeist auch die erfolgreicheren Unternehmen? Lässt sich da ein Zusammenhang herstellen? Ja, auf jeden Fall. Schauen wir uns doch mal den deutschen Aktienindex an. Das sind die 40 Werte, börsennotiert, nach Börsenkapitalisierung sortiert. Damit zwangsläufig ein Durchschnitt der großen Unternehmen in Deutschland. Wenn ich das danach selektieren würde, welche Unternehmen sind für die Zukunft aufgestellt, welche Unternehmen widmen sich mit ihrem Geschäftsmodell den neuen Themen, dann bin ich doch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei überdurchschnittlich weitblickenden Managern investiert. Und damit ist es für mich logisch, dass sie nachhaltig orientierten Unternehmen auf Dauer erfolgreicher arbeiten. Und das kann man ja auch beweisen. Nachhaltigkeit ist also, das stellen wir auch in diesem Gespräch fest, natürlich auch beim Thema Finanzen und Geldanlage angekommen. Aber wie erkenne ich jetzt als Privatanleger einen nachhaltig agierenden Fonds beispielsweise? Ja, da ist tatsächlich ein bisschen Eigeninitiative gesucht. Also mittlerweile, wir kennen unsere Finanzbranche, ist irgendwie alles nachhaltig. Für mich selber als Verbraucher oder als Verbraucherin, als Anleger kann ich in der ersten Stufe schauen, steht da ein ESG davor. Das hilft schon mal. Also behauptet der Anbieter, er ist nachhaltig. Dann gibt es auch das Kürzel SRI oder SRI. Das bedeutet im Prinzip das Gleiche, ist die etwas höhere Stufe. Also behauptet der Fondsanbieter, dass er nachhaltig ist. Aber dann muss ich schauen. Ich muss schauen, veröffentlicht er auch wirklich Ausschlusskriterien. In welche Unternehmen möchte er nicht investieren und welche Unternehmen werden bewusst gefördert? Richtig nachhaltige Fonds erläutern das. In ihrem Factsheet, in dem Kurzprospekt wird genau geschildert, was wird vermieden und was wird unterstützt. Fehlt das, ist es für mich nicht nachhaltig. Ist es explizit erläutert, ist eine hohe Chance da, dass es vielleicht meine Werte widerspiegelt und für mich eine nachhaltige Geldanlage ist. ESG fiel jetzt schon mehrfach eingangs von meiner Seite aus und ich habe versprochen, dass wir da noch zwei, drei Worte mehr zu verlieren. Und Sie haben gerade auch das ESG-Label für die Fonds in Erwähnung gebracht. Erklären Sie uns mehr, wofür steht ESG? Ja, das bedeutet, dass es dass umweltbezogene Kriterien berücksichtigt werden, dass Governance-Kriterien, also Führungsverhalten des Managements des Unternehmens berücksichtigt wird und die soziale Komponente. Oder anders übersetzt, was tut das Unternehmen oder ist es sich der Verantwortung gegenüber der Umwelt, der Mitwelt und der Nachwelt bewusst? Also ich kann mit meinem Geschäftsmodell sehr kurzfristig denken, die Ressourcen in Sachen fossilen Energien beispielsweise verbrauchen und ja, damit vielleicht nicht generationengerecht arbeiten. Das würde berücksichtigt werden. Also es muss nicht alles sein. Es kann sein, dass Unternehmen in der Umweltpolitik des Unternehmens sehr gut aufgestellt sind, klimaneutral arbeiten, aber die anderen Kriterien nicht
besonders stark berücksichtigen. Aber das ist okay. In der nachhaltigen Geldanlage wird nicht verlangt, dass alle Unternehmen alle Kriterien perfekt machen. Aber es soll sich in bestimmten Bereichen hervortun. Und das kann gerne umweltbezogen sein, in der sozialen Komponente oder im Führungsverhalten des Unternehmens. Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, das war ein Vorurteil all die Jahre, kostet Rendite, hieß es immer wieder. Das ist durch viele Studien mittlerweile widerlegt. Aber ich möchte deshalb die Frage anders stellen abschließend, Herr Enke. Ja? Kostet Nachhaltigkeit nicht dennoch Rendite, weil Sie in bestimmte Aktien, die vielleicht super performt haben oder auch performen werden, nicht investieren dürfen? Natürlich kann ich nicht in alle Aktien, in die ich vielleicht investieren möchte, rein aus Performance-Gesichtspunkten investieren. Aber ich bin genauso aufgestellt in modernen Unternehmen, die zukunftsträchtig arbeiten. Damit habe ich automatisch auch wieder die Performance-Highflyer, die anderswo vielleicht fehlen. Ja, ich habe ein eingeschränktes Anlageuniversum, aber dieses eingeschränkte Anlageuniversum ist nachweislich bisher mindestens gleich gut, meist besser in der Performance. Also Nachhaltigkeit aus der Geldanlage nicht mehr wegzudenken, das ist Andreas Enke, Vermögensverwalter bei Geneon Vermögensmanagement. Herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute für Sie. Dankeschön.